Hallo meine lieben Filzfussel, ich bin's, eure Fussel. Ich bin richtig froh, dass ich wieder bei euch bin. Ja, wir haben alles gut gemeistert. Der Umzug ist erledigt. Und ich kann jetzt in ein neues Leben starten. Ja, in der Zeit, wo wir den Umzug gemacht haben, in der letzten Woche, kam eine Ü-Post an. Und zwar von meiner lieben Freundin Gela, und die hatte mir dieses schöne Malbuch hier geschickt, was ich richtig toll finde, und natürlich wollte ich euch das gerne zeigen. Die Gela liebt Tiere ohne Ende und sie ist auch eine Tierschützerin. Eine von den besten, würde ich mal sagen. Ja, und ich habe mich mega gefreut, also dass dieses Paket, diese kleine Ü-Post hier bei mir angekommen ist, in der neuen Wohnung. Hätte ich nie gedacht, dass das so schnell funktioniert, und das war ein richtig schönes Einsteiggeschenk, oder wie sagt man? Ja, ist ja auch wurscht. Ich zeige euch jetzt mal, wie schön die Bilder hier drin sind, und erzähle euch gleich mal, was ich damit vorhabe. So. Was ich an diesem Buch besonders toll finde, ist, dass das nur von einer Seite bedruckt ist. Alle Bilder sind nur von einer Seite bedruckt. Und da kann man natürlich mit schön viel Medien drin arbeiten. Was man auch so könnte, aber dann klebt man sich vielleicht das Blatt voll oder so, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel mit Copics oder mit Alkoholmarkern arbeitet, dann geht das ja hier hinten auf die andere Seite drüber und dann ist das doof, ne? Ja, und deswegen finde ich das richtig gut. Und ich weiß auch schon, was ich damit machen werde. Hier kann man nämlich schön die Bilder raustrennen. Hier ist so eine kleine Naht. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Reißnaht oder wie auch immer. Da kann man die schön raustrennen, die Bilder. Und ich kann die für meine Bücher verwenden. Kann die mit als Blätter für meine Bücher benutzen. Und dann kann man auch in diesen Büchern malen, wenn man möchte. Oder man malt vorher und baut es dann ein. Ne? Das ist ja egal. Aber ich zeige euch jetzt mal die Bilder. Hier die dicken Schnecken finde ich toll, ne? Mal gucken, was ich damit machen kann. Ich male ja sehr gerne in Malbüchern. Habe ja auch schon einiges gemalt. Natürlich in anderen Büchern, ne? Aber hier diese Tür, die finde ich ja so richtig schön. Ich glaube, das wird auch das Erste, was ich malen werde. Eine Friedenstaube. Ein V. Federn gehen ja immer. Ich blätter das mal so mit euch durch, von hinten nach vorne. Das ist einfacher. Schön gemacht eigentlich, ne? Und wenn das angemalt ist, ist das bestimmt ein ganz tolles, sieht das bestimmt ganz toll aus. Oh. Und für so Bilderbücher, wie ich die mache, kann man solche Bilder gut benutzen, finde ich. Auch schön mit dem Käfig und mit dem Vogel, mit dem Baum. Und ganz viele Tiere drin. Dicke, fette Löwe. Richtig, richtig schön. Eule, oh, die ist auch schön, oder? Ja. Hirsch. Das ist bestimmt ein Rentier. Also sämtliche Motive drinne. Da kann man einiges mit anfangen. Und ausmalen ist sowieso gut für die Seele. Das beruhigt und entspannt. Da kommt man runter.
Ein Collie. Eine Bulldogge. Katzen. Mau. Die ist auch schön, ne? Ein Häschen. Eichhörnchen ist mein Krafttier. Ganz, ganz, ganz toll. Ja, das hatten wir schon. Ja. Liebe Gela, ich möchte mich hier mit dem Video ganz, ganz, ganz dolle bei dir bedanken. Das ist ein wunderbares Malbuch. Schön stabil, nicht so wabbelig. Ich mag ja solche wabbeligen Bücher überhaupt nicht. Finde ich richtig klasse hier. Richtig toll. Die Bilder sind auch schön. Und ich weiß bestimmt damit was anzufangen. Und ich werde da ganz tolle Sachen mitmachen. Aber das wirst du ja dann sehen. Ja, und ich bedanke mich bei dir nochmal von ganzem, ganzem, ganzem Herzen, dass du mir das einfach so geschickt hast. Ist für mich sowieso ein Wunder, dass ich einfach was geschickt bekomme, ohne dass ich das weiß. Ja, ich habe mich mega gefreut. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich gefreut habe. Und natürlich hast du mir ein Lächeln entlockt. Ich lache immer noch. Immer wenn ich das Buch sehe, lache ich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel schöne Zeit mit deinen Tieren. Und du machst das schon richtig, wie du es machst. Und ja, bedanke mich hier nochmal ganz lieb bei dir. Und übrigens, deine Marmeladen, die sind ja wohl der Oberhammer, ne? Also besser geht's ja schon mal gar nicht mehr. Eine Marmelade habe ich mir noch aufgehoben, liebe Gela, weil die möchte ich zu Weihnachten dann genießen. Und die andere ist schon angefangen, schmeckt wunderbar, wunderbar. Also habe ich noch nie gegessen so, aber sehr, sehr lecker. Ja, liebe Gela, Dankeschön und dir noch eine schöne Zeit. Bis dann, deine Filzfussel.